Was hast du umgestellt? Die Wespen. Da habe ich höhere höhere Angriffsreichweite mal mitgenommen. Und bei den Panzer-Vorschlaghammer oder wie die heißen, bin ich gerade am Überlegen, mechanischen Zorn rauszunehmen und panzerungsdurchdringende Kugeln mitzunehmen oder mehr Panzerung. Panzerdurchdringende Kugeln erhöht den Angriffskraft um 150%, aber den Angriffsintervall Man erhöht schießt halt sich langsamer um 20%. dann, ja. Ja, musst du eigentlich ein bisschen rumprobieren. Oder du nimmst direkt, reduziert den erlittenen Schaden um 60 pro Stufe. Das habe ich drin, ja. Wobei man da halt überlegen muss, wenn du halt einen Tank brauchst, dann kannst du halt auch die Kugel nehmen, weißt du? Also das, da weiß ich noch nicht genau. So, Einladung habe ich Ja. dir geschickt. Wir mussten nochmal einladen. Weil die zählt hier nur ein paar Sekunden. Mal schauen, was hier reinkommt. Ah, ich bin mal gespannt, ne? Ich auch. Ach Vor komm, allem die zwei. erste Runde. Ja. Ach, die zwei machen wir fertig. Guck mal, ist ein kleiner bei. So, bop, bop, bop. Komm, was soll's, ich nehmen den? Was hast du dir geholt? Okay, Kost artig. Kostenkontrolle. Schauen wir, was das wird. Mein Gegner hat Atti und die kleinen Dinger. Level 3 Sniper wird dich zerstören, weil ich glaube, der one-shottet fast die Kugeln. Brauchst du denn dringend Upgrade, weißt du? Ja, komm, ich bleib dabei. Okay, meiner läuft schneller. Ist gut für die Arti. Ja, ich bin mal gespannt. So, jetzt habe ich kein Geld mehr und los geht's. Und wie schaut's aus? Ah. Der kommt jetzt rüber. Der hat. Sehr Der hat noch was. Oh, meiner hat die ganzen Artis noch. Ja, meiner hat die ganzen Artis und die Sniper und eine Runde von den kleinen Mistviechern.
Schauen wir mal, ob er ein Schild baut. Okay, meiner hat kein Schild gebaut. Sehr gut. Meiner schon. Und noch mehr kleine Einheiten. Ja, muss mehr Flächen damit. Aber ja, ich meine, spätestens, das soll er jetzt machen und spätestens, wenn du den Vulkanier baust, weißt nicht. Denk war nützlich. Okay, da sieht nicht gut aus. Oh, ich habe seine ganze Art die kaputt gemacht. Das scheiß Schild, ne? Alter, was hat der denn noch alles? Aber die Sniper, die sind alle weggeblieben, ne? Mhm. So gegen die Kleinen schaffe ich, aber gegen die Arti wird wieder. Mhm. Ah, okay. Da hat dein Vulkan ja gebaut, verdammt. Ja, dann hast du den Captain gegen dich, der. Warte. Doch. Eben gelesen, von wegen Vulkanier-Einheiten mehr Erfahrung bekommt oder sowas. Ja. Aber ich habe Besten gebaut, das heißt, also One-on-One würde ich gewinnen. Mhm.
Einen habe ich. Machen wir mal weniger Damage. Bei jedem, den du klein kriegst, ja. Ja. Probieren wir mal unser Glück, wa? Spannend, na gut, der wird da wahrscheinlich Bomben werfen, oder? Gegen meine Wespen. Die mit Schild geupgradet, das heißt, eine Schadensinstant greifen die sowieso ab. Bin ich mal gespannt. Meine Schilder habe ich richtig gut gesetzt. Wobei die beiden Sniper außen vielleicht drauf gehen. Naja, wer weiß, die bewegen sich ja jetzt auch noch, ne? Naja, ich hoffe, die rennen noch rein. Der hat tatsächlich die Bombe geworfen, ja, geil. Der rechts wird es wahrscheinlich nicht. Ja, der rechts wird schon. Irgendwelche Muster vom wieder vom Nachbarn, ne? Ja, ja. Ah, super. So, also ich habe die ganzen kleinen Viecher jetzt fast alle rausgenommen von dem. Ja, durch seine Mustern von dem Nachbarn. Das ja, ja. Habe ich den Debuff, jetzt werden die Mustangs mich platt machen. Ah. Der hat darauf gesetzt, dass ich dich den auch von der einen Seite noch catche. Mhm. So, jetzt müssen wir hier was reißen. Thank you.
jetzt auch Mustang. Das Schiff. Alter, meine. Oh, meine Flammen. Ich mach meine eigenen Viecher kaputt. Okay. Okay, Vulkania habe ich. Oh, das sieht gut aus. Die Runde hole ich. Echt? Ich. Kein Schatz, voran, voran. Da kommt noch einiges. Ja, das werden wir verlieren wahrscheinlich durch die Masse, die da jetzt überlebt. Mit ganz viel Glück. Aber es muss schon richtig viel Glück sein. Da kommt zu spät. Scheiße. Komm, komm, komm. Ah, nein, 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 nein. Als Debuff. Okay, die Panzer müssen tanken, Alter. Alter. Na gut, die waren jetzt auch deutlich stärker wie du. Mal schauen. Oha, ich glaube, die machen das nicht. Ich glaube, der Neuner bleibt. Ja, der nichts zu verlieren. Doch nicht. Okay. Sehr schön. Kannst du meine Aufstellung gerade sehen? Warte, schau rüber. Das ist wild. Du musst die, auf jeden Fall die äußeren weiter nach außen, sonst trifft er zwei mit einer Bombe. Und du musst die Arti... Was ist das denn, Alter? Und das war nicht vorgefasst. Tick weiter nach vorne würde ich machen. Dass ich schon recht schnell schießen kann, weißt du? Das war jetzt halt vorgefertigt, ne? Naja. Mal probieren wir mal unser Glück. Du meinst so in etwa, ja? Ja, das sieht besser aus, genau. Aber die Mustangs, die werden dich halt wegrappen, Alter. Das ist ja, wenn die nicht kurz stehen bleiben und. Nächste dann... Runde musst du unbedingt. Alter. Tankiges bauen. Kugeln oder so. Warum soll ich stehen bleiben?
Also. Oh, jetzt hat er mich. Okay, der Papa. Und das könnte ich sogar noch. Du hast die Ketten schon drinne. Ja, hat ja. der nicht. Genau, ich hatte 200 ja, Credits mehr Startgeld, weißt du? Also. Ach, das sind ja gar keine Missgangs gewesen. Nein, nein, das sind auch Panzer. Also, weil ich so weit rauszoome, sehe ich das nicht, was? Sehr schön. Also ich würde dir sogar ein, zwei Bomben empfehlen, weil die die Panzer jetzt noch direkt instant wegmacht. Lief so gut, da guck ich mal. Ja, direkt drauf. Aber mittig triffst, dann geht ja der ganze Squad drauf. Die rechte Bombe zum Beispiel, die ist sehr weit. Und dann nimmst du die linke Bombe. Wenn die jetzt in die Mitte geht, dann trifft die nur die Hälfte des Squads. Weißt du? Hm. Hast du noch mehr Arti geholt? Alter, du sollst. Ja, ich hab entweder Raupe oder Arti. So, ich hab mir jetzt von beiden noch eins geholt. Ah, okay. Ja, ja gut, probier. Weil in der nächsten Runde habe ich genug Knete erst zusammen für Overhear. Achso, bitte direkt. Ah, okay, okay. Er hat halt nochmal einen Sniper. Oh, das sieht so gut. Sniper. Ich hab gewonnen. Sehr schön. Ja, easy, Alter. Das Problem, wenn wir ah, perfekt, verringert die Wespen. Jetzt werde ich Wespen spammen. So, warte mal. Schön, die Maschinen werden die rippen, aber was sollen wir machen? Kann ich nächste Runde wieder das Schild upgraden? Probieren wir es. Jetzt wird es aber wissen mit dem Pump. Wie gesagt, sobald die Level up sind. Zwei Stück. Er kommt auch von Wespen. Ja, diesmal macht er mich. Ja, jetzt ist er noch ein Panzer. Ah, da ist er. Ja, wird aber platt gemacht. Ich hab halt Sniper, ich hab nicht mehr so. Ich hab den Panzer, das ist ja.
bin ich nicht klein. Ja, ich hab auch noch Wissen. Aber jetzt bin ich durch. Ja, jetzt kommen die halt dieses nacheinander. Ja, scheiße. Ja. Aber ich hab Range. Schau mal. Aber wenn jemand weit aufs Gleiche schießen, ist so bitter. Ja. Geil. So, jetzt bei den Westen, wenn du Geld hast, mach das Schild-Upgrade. Das Schild-Upgrade? Ja, weil das dann kann ich leider halt nicht. Eine Bombe aus, weil dann wird als erstes das Schild nur zerstört, weißt du? Das kann ich leider nicht. Hab ich nicht drin. Nick, Money habe ich nicht. Boah, der hat Selbstzerstörung. Ich bin durch. Ja, ja, das ist durch. Jetzt kommt jetzt mit zwei Dingen. Problem wird, dass die Wespen zu schnell sind. Oh je. Ich hab Glück und... Wenn ich Glück hab, kriege ich den Wespen. Ja. Bevor der richtig Damage anmacht. In seinen Schaffens ist nicht dabei. Ja, ja, die kommen jetzt. Bingo. Und die Scharfschützen, die müssen dann einmal schießen, damit sie das Schild wegkriegen und dann nochmal schießen. Das ist so krass stark. Einer nicht, der kommt jetzt gleich rüber, ich mach so viel kaputt wie ich kann. Gleiches Spiel wie eben.
Na, nicht ganz, deine Wespen sind nicht weit genug oben. Aber dafür überrennt er dann meinen Schwert. Und der hat noch die Mustangs. Meine Sniper sind so langsam. Ich sag jetzt. Ja. Werde ich auch wieder mit reinnehmen. Das ist halt gerade, wenn du flanken willst und der halt diese Bombe hinlegt, dann haben die halt die Bombe ausgehalten und dann weiter fahren. Kapitulation. Ja, geil. Ja, aufgegeben. Oh, 152 Punkte, geil. Ja. So, Änderung, Einheiten. Dann bin ich ganz kurz AFK, genau. Ja, Wespe. So, wieder da. Bibi. Okay, sag, wenn du ready bist. Ready. Jo, die wollen's wissen. Ja. Weil laut dem Bild sind die wahrscheinlich auch ein Duo. Kleine. Okay. Ah, ich bin mal gespannt. Diesmal baue ich wohl auf Masse und meine Erstversorgung ist plus 200. Musst du richtig machen, weil wenn du plus 200 hast, ist der einzige Bonus, da musst du die erste Runde gewinnen. Weißt du, was ich meine? Und hat sich halt nicht gelohnt. So, ich habe Panzer und Snipers. Okay, das geht eigentlich. Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe Panzer und die Mediken gegen mich. Soll ich da eher auf Flächenschaden oder mehr Schaden an sich machen? Du hast oder Reichweite. Du brauchst Einzelschaden, also Schaden höher, Einzelschaden. Solange er noch keine Flächen hat. Ist recht offen bei mir, aber probieren wir es mal. Das müssen wir da noch, auch noch fixen. Sekunden hast du noch.
Was hat denn deiner? Deiner hat 100 mehr, das kann er nicht, okay. Meiner kann nur Level 3er Elite. Uiuiui, das wird doch schon ätzend. Wenn du die halt zu versetzt machst, ne? Dann hat der mehr Zeit. Am besten ist, wenn deine ganzen Einheiten in einer Welle gleichzeitig ankommen. Weißt du, weil so hat der immer nach und nach Zeit, weil guck mal, zwei, drei Schüsse, die vorderen Squads sind weg. Und dann kommen erst die nächsten, weißt du? Ja. Ne, habe ich verloren. Genau, weil du halt, weil die halt nicht gleichzeitig ankommen oder nicht andersweise gleichzeitig, weißt du? Das musst du noch ein bisschen üben. Deswegen setze ich die außen zum Beispiel weiter vorne oder wenn ich gerade mache, die in der Mitte einen Ticken nach hinten. Vielleicht kriegen wir einen Sniper noch den einen. Wenn die nicht viel Leben haben, schauen wir. Der zweite Sniper, komm, 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 komm. Ein Sniper. Ein Level 3er Sniper da gebaut. Aber ich habe dann einfach zu viel Masse, das schafft er auch nicht so. Seine Panzer versuche ich jetzt mal wegzubomben. Wenn die Panzer weggebombt sind, hat er nur 4 Sniper. Finde ich gut. Ja. Aber ich habe das Problem, wenn er, wenn er die halt wegschüttet, dann wird es richtig anders wild. Ja. Nächste Runde muss ich flanken. Ja, denk dran, der kann auch Brand gegen dich machen, ne? Ja!
Ja, macht er. Bei den Schildern, wenn die überleben, bleiben die, okay. Kommen die nächste Runde wieder rein. Theoretisch habe ich gewonnen. Nee, du verbrennst Fetten. mein Scharfschütze nicht. Ah, okay, der hat. Und die Kleinen, ja. Es sind nicht die Helden, ne? Ja gut, was soll's machen? Schön die Qualle an den Rücken, dann mache ich dem seine Sniper, perfekt. Rechte Seite ist top. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kannst du nochmal viel raus wieder? Ja. Und jetzt kommt meine Masse. Ja. Oh, der hat wieder Flamme oder der hat die noch nicht benutzt, glaube ich, ne? Ja. Was er anders will. Okay. Oh, das macht der. Ich hab das überlesen, scheiße. Ein Glück benutzt meiner sowas nicht. Ich dachte, das ist nur das, was deaktiviert, aber das macht ja auch Schaden. Vor allem, die Amazon das Schild genau auf der anderen Seite. Ja, bei dem, ich bin halt ganze Zeit auf der Seite durchgegangen und der bei mir auf der anderen Seite. Ja, macht ja auch Sinn. Jetzt deswegen hätte das ganze Ding noch weiter nach vorne zu dir geschoben, wäre noch richtig gut gewesen. Dass die länger was machen, weil die sind so langsam wahrscheinlich. Hey, geht das.
Hab gewonnen. Komm mal zu dir. Das erste Mal. Sehr schön. Langsam wird's ja mit dir, wa? Naja. Abwarten. Kann ich nicht einladen? Na jetzt? Nee, bist noch in der Schlacht. Bin ich gar nicht. Wie schaut's aus? Alter. Naja, herzlichen Glückwunsch. Gegen den spielst du bestimmt. Mhm. Aber es reicht doch, wenn ich den dann schwäche, oder? Oh, nur Schmutz hier. Scheiße. Ah, muss ich mal einen Reno spielen, ne? Bedeutet, wir brauchen Kettung. Genau. Gut. Okay. Noch mehr Fern. Die sind so langsam, Mann. Ach! Ich hab schon. Ich hab schon geklickt gehabt. Ich wollte gerade versetzen, warum geht das denn nicht? Schlecht. Meiner hat die Metallrollen und die kleinen Raupen. Okay, also das hast du also gewonnen durch die Flugeinheiten. Ja. Du musst die halt nur down kriegen. Genau, bei mir ist es halt nur die Masse, die ich killen muss, ne? Bewegt euch, nein! Die Einpasser liegt da. Ich hab den ersten Debuff, den zweiten Debuff und Gegner ist down. Ja, wir haben das aber, wir haben das safe gewonnen. So, ich hab halt gerade den Debuff von meinem Turm, ne? So. Wir haben aber safe. Ich kann auch wieder nur Level 3er machen, Alter. Ich raste auf. Ob man vorher einen Turm gibt, extra. Auch wobei ich glaube, die haben genug. Nee, die sind nicht voll. Alter. Das ist ja bitter. Bin ich ja mal gespannt.
So, das hebe ich mir auf. Okay, probier mal so. Sein, dass ich jetzt hart verliere. Ja, dann holt dich eine Dreier-Arti, Alter. Scheiße. Das Rhino, okay. Ja, ich habe hart verloren. Einer hat sich jetzt Mustern geholt. Mhm. Zwei Dinger. Oh. Und das Rhino baut er bei sich hin. Ah ne, ist dein Rhino, ne? Dein Rhino kommt von deiner, bei dir an rechts an deiner Seite. Nein, das ist der Gegner. Du hast dein. Ja. In der Mitte. Hinter dem, okay. Genau. Ich heb mal jetzt für die nächste Runde auf, weil dann kriege ich auch eins umsonst. Dann kaufe ich mir noch eins und upgrade und habe drei Rhinos in einer Runde, weißt du? Mhm. So jedenfalls mein Plan. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist die Fangs zu upgraden, dass ich... Weil jetzt kommt... Also wenn du nicht mehr... Dann könnte ich... Obwohl, doch! Das schaffe ich! Ah ne, der holt jetzt vielleicht den Power. Aber genau, jetzt ist nur noch die Bodeneinheiten. Ja. So, der Rhino ist auch nicht die Gegner, ne? Gegner, ne? Ja, ist alles anders. Aber der Rest ist alles Boden. Genau, sei ja. Das ist alles Boden. Jetzt schön die Arti nacheinander platt machen. Hast noch 105 Sekunden Zeit. Vorgestellt habe. Geil. Wespen oder Rhino? Scheiße. Okay, ich muss das. So, das haben wir. Was ist das Upgrade? Ich kann nicht mehr machen, ich habe kein Geld mehr. Den Rhino, den du dann quasi dazu holst, ne, kriegst du die Updates auch mit? Das sehen wir gleich. Yep. Boah, ist das mies.
voll. Sehr genau so gewinne ich das. Ja, aber der Rest ja, kommt da jetzt auch noch. Ja, ja. Ah, nein, jetzt geht das wieder. Egal, ich hoffe, dass die anderen da sind. Egal, mein hat was gemacht. Hä? So, Wespen sind am Start. Ah, so. Nashorn in der Mitte, Junge, das muss alle Artis tanken. Das Item gegeben mit 200% mehr Leben. Der hat jetzt 135.000 Leben. Okay. Oh, übel viele Muskeln. Mhm. Gut, mit Glück kann ich nicht. Wir werden vorher kaputt geschossen. Und den Debuff gibt's auch noch. Ne, das schaffen wir nicht. Hoffen wir, dass er kein Schutzschild baut. Ist die Säure. Alles blau. Ja.
jetzt gerade rüber, ne? Das wird knapp. Ja, der Debuff wird's wieder. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Glück hat er. Der kommt rüber. Können die Rhinos eigentlich auch Lufteinheiten bekämpfen? Nee, leider nicht. Also sind die rein nur für so eine Masse, ja? Nee, eigentlich Einzelziel. Also die greifen immer eine Sache an, aber durch die Upgrades, dass die sich dann hochheilen, das ist halt überbrutal. Wenn die halt ziemlich stärker sind wie der Gegner, dann kriegst du die einfach nicht mehr down, außer mit Laserstrahlen. Oder wie mein Gegner halt, er hackt's und dann habe ich die gegen mich. Nur in der Schlacht. Jetzt geht's. Hauptsache, unter uns ist einer. Der hat genau dieselbe Kampfkraft. Der Unterschied ist, der ist alleine wie zu zweit. Aber exakt bis auf den letzten Punkt gleich. Okay. Bei mir habe ich Tofu-Titan drunter. Nemesis minus Chris.
Habe ich bei mir. Okay. Ich wollte gerade sagen, dann gehe ich noch mal kurz in die Küche, ne? Nee, 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 nee. Machen wir nach der Runde. Hat selbst der keinen Bock drauf. Ja, so sind die Menschen, ne? Wenn ein Hörer dabei ist, sagen sie, okay, da bleibe ich drinne. Wenn sie dann der Höhere sind, dann gehen sie raus. Will keiner mehr. Kannst du doch schnell in die Küche gehen. Oder auch nicht. Ja, ich war gerade im Prinzip dabei aufzustehen. In dem Moment sehe ich nur Bling Bling, okay, ich bleib sitzen. So, ich hoffe, jetzt habe ich einen ordentlichen Start, Kommandanten. Ja, das wäre toll. Mandarino, Alter. Elite mache ich auf keinen Fall. Ja, da muss ich Ridarino spielen. Vielleicht nehme ich den nur als Bonus und nicht, dass ich angefangen. Okay. Oh nein. Das wird interessant, glaube ich. So, was hast du denn gebastelt? Ja, die Sniper jetzt weiter nach vorne gemusst, damit du. Mach mal die Sniper noch weiter nach vorne. Und die äußeren Mustangs ein bisschen außerhalb vom Turm, also weiter nach rechts und links. Sonst, wenn er ganz außen welche spawnt, dann umgehen die die und greifen direkt den Turm an. Weißt du, genau. So, ja, so ist gut. Genau. Genau. Habe auch gewonnen. Der hat sich auch ziemlich weit außen gestellt gehabt, ne? Ja. Genau, deswegen sage ich, ist Rechts besser, wenn und es dann links. so halbwegs gleichmäßig verteilt ist. Hat eine Schmelze gebaut. Junge, ich geh kaputt. Ja, der hat jetzt dann den Buff wahrscheinlich mitgenommen.
Schmelzplatz machen, bevor seine Krankheit. Ich hab gewonnen, ja. Ja, kaputt. Okay, er hat mich besiegt, aber er hat nur noch einen Teil, also Schmelz ist fast tot und Panzer hat er noch. Ja, bei mir sind das 3 Scharfschützen und ja, Musterns. Nein, die Scharfschützen müssten das machen. So natürlich nicht. Die kämpfen nicht mal. Jetzt hast du das Problem, dass wahrscheinlich die Fangs die hängt und dann kann ich Schmelze deine Schmelze, deine. Ah, komm, so ist gut, ja, so ist gut. Sehr gut, ja, so ist es. Nicht, wenn alle 3 den gleichen anvisieren. Och Moni. Da hat sich einer ein Nashorn gebaut. Wer denn? Meiner. So, jetzt ist die Frage, renne ich damit einfach durch oder opfer ich den? Ich glaube, ich opfer den. Hört noch eine Schmelze. Nein. Diesmal verliere ich auch. So, das müsste doch eigentlich genügen. Ich bin gespannt. Jetzt wird es aber auch wissen, was? Ich bin nicht klein. Ja, habe ich schon. Habe ich schon. Habe ich schon. Ja, genau. Die hat den direkt überrannt.
hatte meine kleinen Raupen und so, die halt tanken, damit die Kugeln ihren Strahl aufbauen können. Mhm. Das ganze Kleinchen noch weg, sonst sollte ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich habe einiges an Masse und ich habe noch zwei Kugeln. Aber die teilen sich jetzt auf, das ist natürlich wieder Shit. Ja, vielleicht ein Debuff, aber Debuff interessiert bei der Schmelze nicht, weil die, wie gesagt, unendlich stackt. Aber bei den Kleinen, dann werden die langsamer schießen, nicht mehr so schnell. Naja. Das war einfach den Schaden. Ah ja, der kommt gleich zusammen mit dem Scharfschützen an. Ja, weil die machen alle keinen Damage. Aber er hat noch gar keine Upgrades, das wundert mich. Der hat das tragbare Schild, ne? Ja, das ist leicht. Aber sobald er das zum Beispiel, das erste, das er mit der HP heilt, dann ist vorbei. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Der Flank bleibt bestehen, ja. Ach du Scheiße. Meiner hat jetzt 3. Okay, dann hast du jetzt einfach 3 schnell. Hast jetzt einfach 3 schnell. Okay, meiner hat auch 3. Gut, ich würde sagen, letzte Time. Oh, das wird gar keine Time mehr. Gut. Gut, dann kurz AFK. Jo.
So, wie sieht's aus? Noch Gras in der Küche. Sag Bescheid, wenn ich einladen kann. So, jetzt kannst du. Na komm. Ah, hätte er schnell genug geklickt. Och. Ich verstehe es halt nicht, weil wie gesagt, wenn ich kleiner war, habe ich gerne gegen größere gekämpft. Erstens lernst du besser, weil du halt neue Sachen siehst, ne? Und wenn du dann gewinnst, kriegst du halt übertrieben viel mehr Kampfkraft. Mhm. Beim Brücki zum Beispiel, der hat, hatte ich glaube ich schon erzählt, der hatte gegen 3 Millionen gekämpft und hat auf einmal 15.000 Kampfkraft gehabt. Weißt du? Also weil er gegen den gewonnen hat. Ja, endlich mal einen guten hier, Alter. Geil. Die Runde muss ich gewinnen. Na, ich hoffe mal, dass der gut ist. Welchen hast du genommen? Scharfschützen. Pilot. Mhm, zusammen mit Fang und den Kugeln. So, das ist so eine Übermacht, das muss ich einfach gewinnen. Was hat er denn? In Stufe 3 rekrutieren, ich raste schon wieder aus. Ne? Okay, ich muss jetzt einfach auf Masse gehen. Einer hat wieder Luft, Ding, was hast du? Ach so, mit dem Dreier schützen, okay. Ja, das solltest du eigentlich locker gewinnen. Schauen wir mal. Ohne Bombe. Nee. Warum ist dein Vieh bei mir? Geh weg! Der eine. Weil der zu dir ist, verliere ich. Naja, dafür kommt jetzt alles bei mir jetzt drüber, ne? Also. Vielleicht schaffe ich noch. Ich habe den jetzt einen Debuff reingeballert. Ich muss es gewinnen. Ich habe jetzt 200 mehr. Ja.
Scharfschütze. Okay, alles über Scharfschütze. So, das heißt, wir spammen mehr Scharfschütze. So wünsche ich mir das. Nicht, dass der Gegner das wieder bei mir macht. Ja, deine Kugeln haben gut die Panzer platt gemacht, oder? Mm-mm. Die Panzer waren von Anfang an platt durch die Raketen. Ah, okay. Das ist halt das Problem, du hast jetzt deine Einheiten wieder sehr dicht beieinander. Das heißt, wenn der jetzt Raketen macht, da sind deine ganzen Tanks tot und die Stahlkugeln sind auch beschädigt. Das wäre besser, wenn du die weiter nach links und rechts verteilt hättest. Weißt du? Ist halt immer nicht so gut, wenn man die knubbelt, auch wenn man dann hier wieder Flammen und all so einen Scheiß kriegt. Auf der anderen Seite kannst du das so gut mit dem Schild schützen, aber das ist, glaube ich, trotzdem nicht richtig. Wer lässt denn sich hier so viel Zeit? Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Okay, so. Eine Sekunde. Oh, Dreier. Eigentlich sind Muster schnell. Ne, ich glaube, das packe ich nicht. Ich habe mich geflankt. Ja, zwei Artis sind übrig. Ja. Aber leider werden deine Tanks nicht in die Hitze. Oder hast du die? Doch. Aber du hast keine Geschwindigkeit, ne? Das heißt, die werden dich jetzt. Rippen. Genau, schön vorher nochmal den Debuff, dass du noch langsamer läufst. Der hat gesessen. Wenn nur einer durchkommt, schaffst du das. Wobei, nee, du hast zu viel Range. Weil du kommst nicht in den Nahkampf, weil dann können die nicht mehr. Okay, Bogenlicht. Nee. Okay, das. Das sieht gut aus. Scheiße. Nochmal eine 3er Arti. Oh je. Ich hab was vergessen zu klicken. Die überrennt mich. Tausend von den Raupen. Ja, das ist nicht schlimm. Die kriege ich easy weg mit dem. Panzer sind das Problem. Die Scharfschützen holen jetzt sich erstmal die Wespen, falls sie nicht. Aber die halten die erstmal auf. Naja.
So. Erkennst du jetzt das Problem, ja? Ja, das Problem ist, sie haben das Upgrade, dass wir die was zerstören, neue Quaule erschaffen. Mm. Dadurch werden es immer mehr. Oh Mann. Also Flammenwerfer sollte helfen. Ob das jetzt hilft? Schau mal. Was hast du jetzt? Da hast du einen Flammen. Okay. Da unten. Ja, links wird er dich dann wahrscheinlich erhöhen. Aber ist schon mal ein guter Anfang. Was hast du denn da drin? Oh, mit Parasiten. Geil. Mhm. Jetzt machst du es genau andersrum. Der blöde Wichser. Was hat er denn da? Okay, okay. Oh, man hätte der wieder nicht. Ich nicht. Das ist pff, einfach das diese Armee. Milliarden. Ja. Kann ich auch noch Flammenwerfer bauen. Ich. Weiß nicht, wo meine Dinger hin wollen, aber egal. Das erinnert mich gerade irgendwie an Starship Troopers Angriff der von diesen Zergs. Ja. Oh Mann, ey. So alt. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich gebe auch jedes Mal. Ja, weil es so viele sind. Matrix 17, oder? Mal gucken. Ob das vielleicht klappt das jetzt. Schalte ich die Scharfschützen aus und die Panzer. Wenn du Glück hast, das ist halt random. Ja. Ja. Ja, genau, und over hier nochmal zur Unterstützung. Mhm. Das ist so lächerlich. Ja, und du kannst gegen den nichts machen.
Alles gut. Noch nicht. Ich dachte mir gerade, hey, wieso kann ich das nicht upgraden? Also würde es noch mal eine Runde geben. Also nicht, dass wir die jetzt mit einmal down kriegen. Also ich habe trotzdem Kredit bekommen. Weil muss jetzt jede Runde aufs Ganze gehen. Oder wir müssen sicher gehen, dass wir genug zerstören, dass selbst wenn wir verlieren, wir nicht das gesamte HP verlieren. Dir immer empfehlen kann, wenn du Knete übrig hast, ist halt auf Range, ne? Ist nicht so viel Range, sag mal. Wobei doch, vielleicht für den, ja, auf 15 Meter. Also ich mache es sehr oft, wenn ich viel mit Snipern arbeite und so, dass ich bei der Kommandozentrale für die eine Runde für 100 Credits die Reichweite erhöhe, weißt du? Und du... Oh. Okay. Ja. Sachen. Ja, ja, ja. Kostet ja. Nur 100 und die sind halt recht effektiv, weißt du? Mhm. Wie schaut's bei dir aus? Ja, es sind ja sehr viele Scharfschützen und das Schiff. Ey, das ist scheiße. Jetzt wird den Sniper entdeckt. Das Schiff. Oh, vielleicht schaffe ich das. Geil. Komm, noch ein Schuss. Weißt du, das ist weniger, weißt du? Ja. Okay, gibt doch noch eine nächste Runde. So, Vulkania, Säure. Uiuiui, ui, Säure wird gut. Aber der wird bestimmt ein Schild machen, aber egal, ich muss es riskieren. Nimm Säure. Ja, also nimm Säure. Da muss
Mustangs, das nützt mir nichts. Könnte ich irgendwas Krasses machen? Nee, ne? Das wird alles weggerippt. Fällt mir nichts ein, ne? Einfach mehr Starkhuchen und hoffen, dass sie überleben. Scheiße. Ja, ich habe mir jetzt nochmal zweimal Wespen geholt. Mit Okay. Update-Schild. Gegen den Overlord. Schick die erstmal mit in die Mitte rein, damit die ganzen Viecher wegkriegen. Nee, ja, in der Mitte hast du jetzt die Säure. Ja, stimmt. Ha. Also rechts und links zu den Overlords, ja? Ja, einfach voll drauf da. Na, ich würde. Naja, mach beide in einer. Gut, na gut. Mach beide rechts. Ja, okay. Heute beide rechts. Ja, das ist halt. Aber meine Muster spielen schön in meiner eigenen Position. Ganz aber dein Kopf. Kriegst jetzt noch einen Debuff, ne? Meiner ist platt. Soll habe ich erfüllt. Ein Schiff habe ich fast platt bekommen, ne? Aber das zweite kannst du haken. Ja, das war der Scharfschütze. Ja, also du hast halt quasi zu viele Runden verloren gegen diese krassen vielen Einheiten. Ja. Das hatte ich halt so weit nach hinten gebracht, dann hast du die beantwortet, dann konnte er sich schon was Neues machen. Das ist ja ein schöner Kampf. Ich habe auf jeden Fall noch die zwei Scharfschützen weggehauen. Ja. So. Nimmst an? Ja. Ich streng ihn mal ein bisschen an, wa? Hätte ich so einen guten Commander. Was noch ready? Jetzt müssen wir ja wohl gewinnen hier. Alles andere wäre eine Schmach. Oh, sehr gut. Endlich wieder ein Schön. Ich mag immer die Kombination aus Mustang und Scharfschützen und dann einen guten Commander, weißt du? Jetzt habe ich einen, der jede Runde 50 gibt, also jede Runde eine Bombe extra. Da
kann sich nicht entscheiden. Entweder einen guten Commander oder einen Scheiß-Commander. Okay, ich habe alle Scheiße jetzt bekommen. Erste Runde musst du halt gewinnen, dann ist alles cool. Okay, ich habe viele Snipers. Okay. Gegen viele Snipers machen wir einfach die Raupen. So sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Die Panzer, die werden mich halt zerrippen. Ja. Na gut, bleibt nichts übrig. Aber ich könnte ja mal sicherheitshalber einfach. Hab ja schließlich 50 umsonst. Okay, das ist eine ganz schlechte Idee gewesen. Weil der hat die Stahlkugeln, die machen ja unendlich viel Schaden. Das heißt, du musst nächste Runde unbedingt vor deinen Panzern kleine Einheiten stellen, damit die. Weil die machen einen Schaden und alle Panzer sind. Wisst ihr? Ja, die Bomben helfen nicht gegen die Dings. Gegen die Stahlkugeln. Ja, nee, ich will. Die Bombe fliegt aber in die komplette Gruppe rein. Du willst die Raupen hinterlassen? Die Kleinen, kriegen? Genau. Okay. Kleine Stahlkugeln angeschlagen. Weil die Seite ist mir eben eingebrochen wegen den Kleinen nur. Okay.
Genau, so sieht schon gut aus. Hast du ein Rhino gebaut, Alter? Ja. Du bist ja mutig. Ja. Einfach mal zum Probieren, ich weiß schon. Das ist ja richtig. Ich dachte Kugel nicht klein. Ja, das ist diesen Glück, ne? Die heilen sich jetzt auch, das ist. Ja. Aber ich habe vielleicht genug Masse, schauen wir mal. Weil der hat ja nur noch einzelne Units. Und die Scharfschützen, ne? Ja, ist er, aber das machen die Brawler rein. Schöne Chill, sehr schön. So, das passt. Dann, ja, das ist gut. Das sieht doch gesund aus, was ich immer. Problem. Und was hat die drinne? Uiuiui, mehr TP, mehr Angriffskraft. Ne, Mann, nicht. Der hat für dich auch was Schönes gebaut. Komm, der ist geil. Mhm. Ich weiß nicht. Schild-Upgrade, Alter, gegen die Sniper. Und mit richtig viel Glück kriege ich sogar noch seinen Tower vorher. Das wäre richtig edel. Ja. Und den jetzt auf ganz gut auch sind 400 Damage weniger, oder? Ja. Aber jetzt 1-on-1. Jeder gegen jeden. Nee. Nee. Nee, du hast höhere Angriffsreichweite. Ja. Wie gesagt, die 100 Credits sind je. So stark. Jetzt wird die Stahlkugel günstiger. Danke. So,
was können wir denn Schönes bauen? Das sieht richtig gut aus. Kollege mal behaupten. Okay, er hat alleine 300 nur für Bomben ausgegeben. Sehr gut. Geiler Typ. Aber ein Glück habe ich auf meinem besten Schild. Oh, ich muss mal gucken, ob es bei den Raupen auch schon. Bei denen upgrade ich eh fast nie was. Ah, du hast auch das Schild genommen, geil. So krass, ich muss jedes Mal 300 jede Runde aufwenden dafür, dass ich das mal los. Aber du hast doch schon das Schild, ne? In den Westen, ja. Und jetzt das zweite Schmelze, na, ich bin gespannt. Thank you.
dass wir richtig Festung bauen. Oh, Wespen, holt euch den Tower. Auch mal so knapp ist. Ich kann mal ein bisschen was hinbekommen. Säure, sehr gut. So, kann ich dir irgendwo ein Schild gönnen? Ich gönne dir mal hier ein Schild. Ich hoffe nur, dass meine eigenen Einheiten da jetzt nicht reinrennen. So, das haben wir. Nochmal Range machen. So, ich habe alles gegeben. Jetzt oder nie. Und ja, da rennen deine eigenen. Hätte ich lieber hinten bei den Snipern oder so hingestellt. Wie Westen hat er da gebaut? Deswegen habe ich die Krabbler auf der anderen Seite gesetzt. Zwei Truppen. Okay, der kriegt jetzt auf jeden Fall erstmal den Spaß. So, meine sind down. Und natürlich wenn die geheime Säure. Ich komm zu dir. Ja. Ja, ne? Das gefällt mir auch super. Der Große steht ganz in der Säure. Aber der macht jetzt meine kleine. Ah, nicht ganz. Nicht ganz, ne. Wieder knapp, hä?
Da ist noch schön die Säure am Start, finde ich gut. Ja, dann machen wir doch mal, das haben wir da, da, da. Ja, ballern wir die einfach drauf, ne, hier. Oh, probieren wir's mal. Das Gute ist, dass jetzt die Säure schon liegt. Okay, der hat mich hier in den Westen gefunden. Das heißt, wir verzögern. Er hat keine Sniper mehr. Und jetzt noch den zweiten Lieber. Ja. Und der steht komplett in der Säure mit allen Dingern drin. Ich finde das so geil. Buff, 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 buff. Ach ja. Nicht mehr so weit. Noch mehr Wäsche oder hier eine schöne Brandbombe. Brandbombe, gib ihm. Jetzt bist du schon wieder? Oh, ich bin ja fast bei dir. Okay, da haben wir das Problem. Machen wir so, so. Der hat das Upgrade nicht. Okay. Heftiges machen? Einfach nur, um ihn zu ärgern? Ich nehme jetzt Runde. Habe ich auch gemacht. Wir haben mal eine Atombombe werfen können, wa? Nee, dafür habe ich leider nicht genug Knete. Aber der wird. Da kommt die Atombombe.
Meiner gewinnt auch hoch raus. Aber hey. Was war das Scheiß? Scheiß Kugeln. Ja, ich sag, die sind eklig, ne? Ja. So, ich habe noch ein bisschen rumgeklickt. Kannst du mir einladen? Wunderbar. Aber die letzte Runde. Dann streng dich an, dass wir mit dem Win ins Bett gehen. So, ich bin soweit, ich kann nichts mehr machen. Schon wieder Kugeln. Ja, aber diesmal ich auch. Ich habe ja, meine auch direkt aufgewertet. Ja, ist halt, wer mit den Kugeln denn, oh, der rechte ist eins verzogen, naja, gut. Wenn die halt schneller, also wenn du jetzt gewinnst, dann werden die schneller Level up, die werden schneller stärker und damit snowballst du halt, weißt du? Mhm. Das ist schon richtig wild. Einfach Reichweite auf seine Panzer geskillt, der gönnt sich richtig. Ich hab verloren. Einer kommt jetzt zu dir rüber. Gut ist, dass er rechts die Flanke gewonnen hat, der kann meine Mitte. Ja. Problematisch wird jetzt gegen die Kugel, dass ich meine Panzer verkettet habe. Na gut, dafür hast du aber vier Scharfschützen. Ich sehe da gar kein Problem. Richtig schön geknubbelt. Ich kann mir genau zwei Bomben leisten, das war's. Okay. Ja, ich habe eine erste Runde Kredit genommen, damit ich meine Panzer verketten kann. Hm. Genau, jetzt ist
ist das Thema Verketten wieder durch. Oh, ich hoffe, dass deine Funks schön da reinlaufen. Ja, immer noch zu viel. Da muss ich auch denken, hä, da kommt das gleiche an wie ein Sniper mehr. Weil der in der Flanke diesmal überlebt hat. Bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. Deiner Sniper? Nee, ne, was du sagst. Ja. Die haben 2000. Die haben jetzt 5000 Angriffe. Okay. Ich wusste es. Jetzt hat er einen Schilder gebaut und ich habe extra keine Raketen gebaut. Bin ich von Assi, ne? Weil jetzt machen meine Sniper nämlich bei den Kugeln One-Shot. Das ist wichtig. Oh, er hat Assi gebaut. Das klingt nächste Runde nach Westen. Ich hab gewonnen. Was hast du jetzt anders gemacht? Drei Scharfschützen dazu geholt. Ah, ja, und ja, nee, nicht unbedingt gegen die Daumen, sondern einfach Starkkugeln wegzubekommen. Ja, das meint ja, das meint ja. Starkkugeln. Ja. Sehr schön. Wespenfling. Da sind die Fangs da nicht. Sehr gut. Kann ich die ein bisschen aufhalten, dass sie meinen Sniper nicht bedrohen? So, bei dir, da
sehr gut. Sehr gut. Ah, hast auch schön auf Reichweite, genau. Genau, du kannst halt nochmal, wie gesagt, die Hauptgebäude sind echt wichtig. Nochmal Angriffskraft erhöhen oder Reichweite erhöhen oder so. Ja, erstmal habe ich hingegangen, habe defensiv nochmal hochgesetzt. Wird deine Kugel länger durchhalten, oder was? Beispiel. Ja, macht tatsächlich nicht so viel Sinn, weil er hat auch Kugeln und bei diesen Laserstrahlen bringt das bringt HP halt nichts. Okay, dann habe ich jetzt beides gemacht, Angriff und Defensiv. Sehr gut. Plus Reichweite. So, zufrieden. Ja, genau. So, Jetzt ist die Runde auch schon Sniper, los. Die anderen töten können, umso besser ist er. Oh, und bei mir ist eine Strombombe, Alter. Der hat was gegen dich. Ich hab verloren. Zwei Stück. Das ist schon übel. Ja, der hat jetzt nur noch die beiden Overlords, okay. Ja, aber durch den Debuff werde ich jetzt. Vielleicht, wenn ich Glück habe, läuft er aus. Ja, so. Die erste Runde, die wir verloren haben. Ja. Ja, Scharfschützen hätte ich jetzt gesagt, ne? Noch ein paar. Ja, nehme ich nochmal einen Credit auf, ja, wa? Ja. Ein bisschen ein paar Bomben reinhageln hier. Ja, ich bin gerade am Überlegen, Credit, ja, könnte ich machen, für eine Einheit aufzuwerten. Bringt mir also nicht so viel. Ja, denn nicht. Du machst halt auch noch ein paar Bomben, ne? Aber brauchst du eigentlich nicht. Hast du schon Einheiten gekauft? Ja, drei Stück. Okay. Drei Sniper, Stufe 2. Okay. Ja, dann. Ja, mach, ist letzte Runde, glaube ich. Mach einfach. Mach noch ein paar Bomben sicherheitshalber. Upgrade auf 100, dann hast du nochmal links und rechts eine Bombe und fertig. Nee, zu spät, ich hab schon geklickt. Oder hat jemand Bock auf Bomben? Waren halt zu viele Scharfschützen für den. Schönes Ende, freut mich, dass wir nochmal gewonnen haben. Ja. Wir sind bei 150, okay. Hast du 150 Punkte bekommen, oder was? Nein, 114 oder sowas habe ich bekommen an Punkte. Ja, ich auch, genau. Insgesamt bin ich auf 860 jetzt.
Ja, wird auch so langsam. Dann werden wir noch mehr abschreckend und keiner will mehr mit uns spielen. Naja, wir haben aber auch genug Runden heute verloren, ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, so Hälfte, Hälfte war es, oder? Ja, ungefähr. Ich glaube, wir haben 5 Runden, ich glaube, die ersten 2 gewonnen, die nächsten 2 verloren und jetzt die letzte gewonnen. So glaube ich, war das. Ja. Ungefähr.